So. Hallo, meine lieben Drachlinge. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Origins. Im letzten Part hatten wir mit den Adligen von Ferelden gesprochen und uns so einige Stimmen sichern können für das Lanzing. Naja, jetzt gibt es halt nicht mehr so viel zu tun. Sind es, glaube ich, noch überhaupt Quests auf? Schau mal. Ja, da ist irgendetwas. Da habe ich. Diese Quest habe ich wohl, naja, vermasselt. Bei meinem Magier habe ich diese Quest auch vermasselt, weil, naja. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Naja, ich habe eh vor, privat nochmal mit einem menschlichen Adligen, der ein Zweihandschwert tragen soll, das Spiel durchzuspielen. Dann probiere ich einfach mal, wenn ich schon dann awesomer bin, alles herauszunehmen aus den Kisten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Billigste habe ich wohl nicht rausgenommen. Habe ich, glaube ich, bei einer Truhe, glaube ich, das Teuerste rausgenommen. Ist jetzt auch egal. Dann ist diese Quest wohl hinfällig. Beim Brassierenwald, da fehlen noch zwei Teile. Einmal der Helm und die Handschuhe von der Molochrüstung. Will ich jetzt aber auch nicht extra nochmal holen. Weil ich dafür ja gegen diese scheiß Wiedergänger kämpfen muss. Und ich hasse diese Wiedergänger. Also lassen wir es auch. Bei meinem Magier habe ich, glaube ich, auch nur die eine Rüstung davon, das ist hier diese Hauptrüstung. Gut, hier von Denerim. Naja, wer auch immer das da sein soll, keine Ahnung. Weiß nicht, wo derjenige hier in Ferelden ist. Vielleicht in irgendeiner Seitengasse oder sowas, keine Ahnung. Lassen wir es auch gut sein mit entfesselt. Machen wir einfach weiter. Orte der Macht, da fehlt noch irgendwo. Ich weiß nicht, was da fehlt. Brassierenwald, glaube ich, hatten wir gemacht. Und Tiefenwege auch. Denerim auch. Ja, dann muss das wohl irgendwo im Turm des Zirkels sein, aber ich habe jetzt keine Lust, den Turm des Zirkels jetzt nochmal abzuklappern. Bei den Schriftrollen von Banners Tor, da fehlt auch irgendeine. Wo genau die jetzt da fehlt, weiß ich nicht. Das lassen wir jetzt alles da offen. Dosnachrichten. Gut, dann habe ich wohl Irenia, glaube ich, vergessen. Irenia in Redcliff. Laraan hatten wir letztens angesprochen. Die beiden Frauen hier in Denerim, glaube ich, auch. Irenia müsste, glaube ich, als einzigste fehlen, falls wir nochmal nach Redcliff kommen sollten. Was wir, glaube ich, tun werden nach dem Lanzing, keine Ahnung. Wenn wir nochmal nach Redcliff kommen sollten, schaue ich mal nach. Falls ich Irenia da sehe, dann können wir mal diese Quest hier auch abgeben. Für ein paar extra Erfahrungspunkte. Ansonsten haben wir ja soweit alles an dem Quest abgegeben. Ja, jetzt müssen wir halt hier das Lanzing starten. Ja. Also auf zu Al-Imen. Ich glaube nicht, dass Anora noch irgendwas Neues zu sagen hat. Ja, gehen wir mal raus. So. Wir könnten mal gucken bei ihr. Ich glaube nicht, dass sie noch was Neues zu sagen hat. Außer, dass wir ihr helfen sollen und bla. Al-Imen steht jetzt da hinten. Ja. Konsequenz. Nein. Er steht jetzt einfach nur blöd da. Alistair guckt da die Wand an. Also okay. Ich vermute, jemand hat Enora erzählt, ich wolle ihr den Thron wegnehmen. Ihr Blick ist so grimmig. Sie will Königin sein. Das verstehe ich. Ich traue ihr ebenso wenig wie ihrem Vater. Aber ich verstehe es. Denkt ihr nicht, dass sie Königin werden sollte? Doch,
Sollte sie vermutlich. Aber das heißt nicht, dass sie es auch wird. Es heißt, Enora sei klug und entschlossen. Angeblich hat sie in Wahrheit geherrscht, nicht Kaelin. Sie ist ganz die Tochter ihres Vaters. Genau da liegt für mich das Problem. Leute wie sie und ihr Vater glauben immer, nur sie könnten etwas in Ordnung bringen. Und deshalb darf ihnen niemand im Weg stehen. Was haltet ihr davon? Beim Landting habt ihr ja womöglich sogar etwas mitzureden. Komm, wir sagen es ihm einfach. Ich habe entschlossen, sie beim Landting zu unterstützen. Es gab eine Zeit, da hätte mich das sehr erleichtert. Und jetzt bin ich nicht mehr sicher. Aber ich bin ein grauer Wächter. Und wenn ich einer bleiben kann, ist es mir recht. Soll Enora doch Königin sein. Vorher müssen wir nur noch dafür sorgen, dass nicht ihr Vater den Thron besteigt, richtig? Ja, eins nach dem anderen. Och, Kleinigkeit. Er ist ja nur ein Held und ein Terrin mit einer größeren Armee. Und wir? Wir haben Kampfgeist. Ach, Alistair, du Idiot, ey. Mann. Trottel. Komm mal her, haben wir irgendwelche Geschenke, die wir dir jetzt hier unterjubeln können? Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Säureflasche nochmal 12 Stück. Wow. Okay. Also haben wir irgendwas, was wir dem unterjubeln können, dem Alistair. Kein Geschenk mehr? Okay. Egal. So, wir starten jetzt einfach den Landsing. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier noch großartig zu warten. So, Alter. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte schon... Halt die Klappe. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert? Logan hat mit einem Sklavenhändler aus Cementa zusammengearbeitet. Der Erbauer möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Logan darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Jo, tschüss. Quest aktualisiert. Ja. Gut, Leute. Auf geht's. Jetzt mal was. Einmal speichern zur Sicherheit. Alims Anwesen. Mal schauen, was jetzt passiert. Oder müssen wir nochmal mit Anora reden? Man sich so schnell wie möglich mit ihnen treffen. Okay, gut. Dann mache ich das. Also Alistair bleibt. Nimm unsere Schatzis, Lally und Wayne. Ja. Alle sind alle schön aufgestiegen, super. Dann auf. Laufen wir hin. Es bleibt ja keine andere Möglichkeit. Jetzt, momentan. Ich habe keine Lust. Politik, ey. Naja, mal schauen, was wir jetzt da großartig machen können. Na, Spiel, lade mal bitte schneller, dankeschön. Ach, ihr dürft jetzt sogar aufsteigen, Moment, dann machen wir das mal auch sofort nebenbei. Aufstieg, ich glaube, alle können aufsteigen. Egal. So, Alistair, mein großer Alistair. Mama. Hinskauf, brauchst du das? Achso, mehr Ausdauer. Okay, auf jeden Fall machen wir hier 25, nochmal 45. So. Haben wir noch irgendein Passives? Nein. Okay, was ist das hier? Dieser Schlag.
könnte eigentlich gut sein. Machen wir das mal. Machen wir das bei ihm. Aber wenn wir das machen, machen wir das heraus. Nicht, dass er jetzt hier bei der Taktik übernommen wird. Nee, wird es nicht. Sehr gut. So. Lelly Anna. Ja. Machen wir das hier. Dann machst du mehr Schaden mit deinen beiden Waffen. Was ist das hier? Zerfleischen. Machen wir jedes komplett voll. Zack. Dann wird sie zur schönen Kampfmaschine, unsere Lelly. Und die gute Win ist noch zum Schluss. Sie kriegt jetzt alles auf Magie. Obwohl, da ist ja kaum, eigentlich kaum, Mana. Machen wir auf Mana noch ein bisschen. So wenig Kraft. Okay, was könnten wir jetzt hiervon noch machen? Kraftfeld. Das wäre eigentlich am besten. Das habe ich bei meinem Magier, das zermalmende Gefängnis. Weil jetzt sei, wir glaube ich, eh im Final sind, kommt glaube ich nicht mehr so viel Level Ups. Also würde ich sagen. Puff. Wegen irgendeinem Erzdämon kämpfen? Ne, das ist blöd. Obwohl Kältekegel könnte man vielleicht machen. Kältekegel geht einfach nur der Flammenkegel nach vorne. Mach mal auf den Kältekegel jetzt alles. Zack. Aber wehe, du setzt es jetzt ein. Tut sie nicht. Hat sie auch nicht da unten. Okay. Dann müssen wir ihr beim nächsten Level Up den Frostkegel geben. Gut. Seid ihr soweit, Leute? Ja, dann laufen wir los. Ja, noch ist alles friedlich, ey. Vielleicht muss mal irgendwann mal meinen Monitor ein bisschen sauber machen. Gut, alles noch friedlich hier, alles noch friedlich, ja. Soweit wie sich die dunkle Brut vorgefressen hat auf der Karte, denke ich mir schon, dass sie jetzt irgendwann hier auftauchen werden. Vermutlich mal. So, nochmal schnell zur Sicherheit speichern. Wir können ja das überspeichern, so. Zack, und dann müssen wir zum königlichen Palast. Mal schauen, was uns jetzt dort erwarten wird. Okay. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mariks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Lanting sein? Ihr habt dieses Land zerrissen, euch meinem Herrn entgegengestellt und niemals zu verstehen versucht, warum er für Ferelden ein Volksheld ist. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Lanting zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Alter, du hast nur Augen für Loghain. Siehst du nicht, dass er... Na, ich denke mal schon, er hat schon eine gute Seite, aber so wie er hier seinen Titel und so, seine Macht missbraucht, nur für seine Zwecke, das ist genauso schlimm, wie als wenn Balin jetzt König wäre. Ja? Loghain verhält sich genauso wie Balin. Einfach hier größenwahnsinnig. Alles um seine eigenen Ziele zu erreichen. Die momentane Königin meiner Meinung nach ist und bleibt Anora. Wir überreden sie mal. Seht ihr wirklich nicht, was aus Loghain geworden ist? Wollt ihr mich dazu überreden, meinen Herrn zu verraten? Keine Sprache kennt Wörter, die mich dazu treiben würden, Wächter. Lasst uns das jetzt beenden! An die Waffen, Männer! Mann, du blöde Alte! All dies...
Dann müssen wir dich jetzt töten. Ich wollte es eigentlich nicht machen, ey. Oh. Ich hasse es. Und dann gehen wir gleich blutverschmiert bestimmt da rein. Komm. Der Lärm und diese Aufregung. Komm, Hundi. Aua, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Aua. Twin, du machst jetzt hier keine heldenhafte Aura. Was ist das hier? Dann machst du das auf die. Lelly, das. Das ist jetzt blöd. Man könnte sie eigentlich auch überreden. Aber weiß ich nicht. Warum das jetzt hier nicht funktioniert bei ihr. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, dann kriegst du jetzt halt das hier noch auf. Warte. Mit die beiden nicht nerven. Alter, Leliana, hast du die jetzt geköpft? Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns, Mädchen, ey? Bist du des Wahnsinns? Musst du sie denn mit den Köpfen? Klappt es? Musste das unbedingt sein, dass wir sie köpfen? Mann. Sie starb bei dem Versuch, Askerin den Zutritt zum Lansing zu verweigern. Man hätte es auch irgendwie... Ich habe auch ein YouTube-Video da mal so gesehen. Ich habe mich mal so ein kleines bisschen gespoilert. Jetzt zum Lansing nur. Was danach passiert, das weiß ich noch nicht. Man kann es auch irgendwie schaffen, sie zu überreden. Aber es hat ja leider nicht so gut geklappt. Deshalb würde ich sagen, dass wir dann erstmal jetzt das Zeugs aufsammeln, den Part beenden und im nächsten Part machen wir das Lansing. Also, es musste nicht unbedingt sein. Naja... Gut. Will ich hoffen, dass es jetzt hier bei Loghain dann keinen Kampf geben wird. Und wenn doch, nehme ich glaube ich eher die Spinne. Die ist ganz stark. Der Wolf geht einigermaßen. Der Bär ist am stärksten von allen drei. Ist ja der richtige Tank und sowas. Der Wolf, der ist dann die Leute und beißt schon ordentlich zu und sowas. Aber der Bär hat mehr Power. Und die Spinne kann Leute vergiften und mit dem Netz einfangen. Also, okay. Die Spinne dann eher. Für Loghain, falls er sich mit uns kloppen will. Ach ja. Das lief halt nicht gerade gut. Halt. Loghain Sachen. Erstmal schön die ganzen Loot aufsammeln. Ich gehe nicht durch die Tür, nein. Wundumschläge brauche ich, falls hier nochmal irgendwie. Falls jetzt irgendwas nochmal passieren sollte. So, Coaching können wir gleich angucken. Erstmal schön die Wachen. Ich gehe nicht durch die Tür, nein. Ich gehe nicht durch die Tür. Wie ihr wünscht. Zwei Wundumschläge, super. Okay. Ich weiß nicht, ob der Hund jetzt dabei sein wird, der Wolf, keine Ahnung. So, wir looten jetzt zur Couch hin. Sommerschwert, was ist das denn? Zweihänder, okay. Das könnte ich mir für meinen menschlichen Artigen holen, falls man gegen sie kämpfen muss. Eine gute Sache, ey. Schönes Schwert, auf
jeden Fall. Können wir auch noch aufwerten. Ist, glaube ich, auch mit das stärkste Schwert, also das Haupthand. Damit eins der stärksten Schwerter, die wir haben. Die anderen sind, glaube ich, auch so um die 16 oder 15. Warte mal, Stans Schwert müsste, glaube ich, 1580 oder sowas haben, keine Ahnung. Oh, und ein starker Wundumschlag. Okay. Neuer Kurzeintrag, das Sommerschwert. Mhm. Okay. Okay, so wie ich das jetzt hier so. Gruppe Fliege, kommt es ursprünglich. Okay. Okay, also war dieses Schwert ursprünglich von irgendeinem hohen General oder sowas aus Orlais. Und Loghain hat denjenigen erschlagen, das Schwert dann an sich genommen. Ja. Gut. Nochmal kurz mit meinen Leuten reden. Alles okay? Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Nein, schon gut. 6 Tagen, wait. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört nicht. Und erste. Beschäftigt euch etwas? Nun gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.